Das nehme ich natürlich gerne. Geld umsonst ist immer gut. So, jetzt haben wir das Mikro und ver... Nein. Wo ist der Ausgang? Ausgang? Huh? Ach da. Also, folgendes ist der Plan. Und zwar, wir werden jetzt gleich zu Anfang... Oh, wir sind fast Level 19. Wir werden jetzt gleich zu Anfang uns erstmal eine Farm besorgen. Und mit Farm meine ich einen Ort, wo wir looten können. Wo wir richtig viel geiles Zeug looten können. Und dafür müssen wir nach... wo ist es? Makarat. So, hier. Und da gibt es nämlich eine Quest, die wir gleich annehmen werden, um uns eine kleine Farm zu besorgen, die wirklich edles Zeug herbringt. Wie, weiß nicht, was war da drin? Eisen war da drin. Gold war da auf jeden Fall auch drin, das weiß ich noch. Krumbaren waren da, glaube ich, drin. Also richtig krasse Sachen. Und die kannst du ja wöchentlich kannst du da farmen und den Loot rausholen. Das ist das Geile daran. Der eine oder andere wird schon sicherlich wissen, was ich meine, da ich auch schon Makarat bin. Und durch diese Quest werden wir auch definitiv Level 19 erreichen, denke ich mal. Was soll ich tun? Niemals das Haus verlassen? Wollt ihr das ändern? Ihr macht den Stall zu. Punkt um. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, ihr braucht warum etwas? Streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht, wir... Warum hole ich euch nicht was zu essen? Braucht Mama ihr etwas? Und Papa reden später weiter. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Oh, ist ja süß. Sucht ihr ein Geschenk für eine Freundin oder... Ein... Ich arbeite mit Silber. Genau. Einen neuen Ring oder eine Kette. Vielleicht eine Kette oder einen Ring aus Silber? Was mir gerade einfällt ist, wir hatten doch eine Kleine getroffen, die wir adoptieren sollten. Weiß einer noch, wo die war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Shit, ey. Ich hab's hier versprochen. Ich muss sie noch adoptieren. Haus windfrei. Also, wir müssen erstmal dieses mysteriöse Haus finden. Und das dauert aber bestimmt ein bisschen. Aus dem Weg, Fremd. Warum belästigt ihr mich, Fremdling? Weil die Scheiße aussieht. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Habt ihr vielleicht welchen für mich? Tut mir leid. Belästigt doch Klepprer im Gasthaus Silberblut. Er kümmert sich um Neulinge. Und bei Izmir, falls ihr Arbeit findet, tut einfach, was man euch sagt. Wir haben schon genug Ärger in Markart. Ich sollte wieder zurück an die Arbeit gehen. Das Geld zählt sich nicht von selbst. Was für eine Arbeit. Geld zählen, ja. Na gut. Wo ist jetzt dieses mysteriöse Haus? Das war doch im Makarat. Ja, sicher doch. Sicher doch. War das im Makarat? Muss ich einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, dann werde ich es finden. Oh, Moment. Schrein von Talos. Hatten wir da nicht auch noch... Nein. Muss mich zurückhalten. Eins nach dem anderen. Erstmal möchte ich dieses Haus finden. Also früher hatte ich damit kein Problem, dieses Haus zu finden, denn das Haus hat mich irgendwie immer gefunden. Das ist der Eingang, ne? Gut, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Ich weiß nicht. Verdammt. Scheinbar leidet jeder in dieser Stadt unter Amnesie. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Okay. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Dann wollen wir mal rein. Ja, Lenny. Ich hoffe, du hast keine Angst. Obwohl, du siehst ja sowieso nichts durch deine Maske hier. Na, Batman. Na, geh rein. So, und ich folge. Das mysteriöse Haus. Oh, es greift mich an. Hilfe! Ich glaube, ich habe zu gut geschlafen. Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem.
Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. So, so. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Ich habe ehrlich gesagt nichts gehört. Huh. Warte. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache. Ja, warte, ich muss erstmal hier wieder ein bisschen Ordnung schaffen. So. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Das ist kein gewöhnlicher Dädra. Wir müssen Hilfe holen. Hä? Hey. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Muss zermalmen. Was zur Hölle geht hier ab? Hä? Ist das normal? Wow! Nach euch! Los, gehen wir! Okay, pass auf. Ich erstmal versteckt bin. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Weiter unten. Oh, ich trage zu viel. Kein Problem, Waffen. Wo ist denn das Ding, was ich gerade eingesammelt habe? Das heißt, wir müssen gleich mal leider wieder ein paar Sachen ablegen. Aber ich hab doch... Wieso trage ich so viel? Naja, egal. Okay, holen wir uns unsere Belohnung ab. Aber vorher aktivieren wir mal... Nein, nicht auf die Karte. Wir aktivieren die Quest. Das Haus des Schreckens. Aber das andere muss natürlich deaktiviert werden, sonst verwirrt mich das. So. Alter, was ging denn hier gerade ab? Hab ich auch noch nie gesehen. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Das sagen die Frauen auch immer zu mir. Oh. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Mein Preis? Eine Jungfrau? Oh, nee, schade. Rostiger Streitkolben. Was? Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe nur die Stacheln der Falle. Schön scharf, nicht wahr? Das Letzte, das viele gesehen haben, bevor sie in meinem Namen geopfert wurden. Aber auch ein Dädra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. So lange ist es her, dass er Blut geschmeckt hat. Bis ihr kamt. Wollt ihr Rache an Bufia nehmen? Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Okay. Streitkolben darf ich aber noch nicht nehmen, ne? Oh. Alter. Okay, das heißt, wir müssen den jetzt suchen. Und ihn dann hierher holen. Fragt sich nur, wo er sich befindet. Aber das Gute ist ja, wir haben ja einen Quest-File, der uns zeigt, wo der Herr Hans Dieter ist, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Falls er den Namen ausgesprochen hat. Und Bofia heißt sie, ne? Bofia? Kann das sein? Keine Ahnung, ich habe ihm da nicht richtig zugehört, wie der Name heißt.
Aber ich weiß noch, dass ich im Buch Brophir gesagt habe, glaube ich. Oder ist die Brotina? Nein, Brophir. Naja, ist ja auch egal. Darüber zu diskutieren ist eigentlich schwachsinnig. Jeder weiß, was ich meine. Und wenn die halt da rumragen wollen, weil ich den Namen falsch ausgesprochen habe, ist das halt so. Okay. Ich würde sagen, wir werden da jetzt hinlatschen und alles, was wir so auf dem Weg entdecken, gehen wir rein, oder? Ganz easy. Muss ja auch nicht sein, dass wir uns da irgendwie auf den Kopf stellen und überall rumgehen. Das ist aber ein Stück näher dran hier. Muss ja nicht sein, dass wir halt uns ja komplett auf den Kopf stellen und überall einmal rumgehen müssen, nur weil wir es nicht entdecken möchten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen halt da überall rein, was wir entdecken. Und gucken mal, was es da so gibt, denn vorher wollte ich halt einfach nur das Nordmoor-Fass loswerden. Aber jetzt habe ich halt keinen Grund dazu. Aber was ich noch gucken wollte, ist, warum bin ich überladen? Ich habe all meine Zeug verkauft. Oder habe ich es nicht verkauft? Überlegen. Oder habe ich einen Drachen erledigt? Habe ich einen Drachen erlegt? In der letzten Folge? Oder in der vorletzten Folge? Redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Hä? Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr... Ihr seht neu aus. Ich bin auch neu. Ja, deine Mutter ist auch neu. Nein, ich wollte erstmal in mein Inventar gehen. So, wir gucken erstmal, was wir so alles haben. Was haben wir denn an Waffen? Holzachse ist normal, das ist normal. Bekleidung. Da haben wir schon die Übeltäter. Jedenfalls einen davon. Aber nur das Ding. Sonst haben wir extrem viele... Na, wir haben sämtliche Zaubertränke dabei, ne? Essen ist sehr unwichtig. Das hat eigentlich kaum Gewicht, oder? Warte, Zutaten? Aber die Zutaten haben jetzt nicht so Gewicht. Also die fallen nicht so ins Gewicht. Die Bücher sind natürlich, ja, okay. Aber sonst, da muss bei Sonstiges muss alles sein. 84 Lehm. Stein von Borenzia. Nee, das war die Dedra. Ah, das war die Dedra. Bolfia ist irgendwas anderes oder irgendwer anders, ne? Ist nur wahrscheinlich nur die Priesterin. Ich muss das Leben wegwerden. Leben wegwerden, nein. Ich muss das Leben loswerden. Das heißt, wir werden... Es tut mir echt leid, dass wir jetzt nochmal kurz nach Hause reisen müssen, bevor wir unsere epische Mission angehen können. Aber ja, es nützt halt nichts. Und auch, wenn du ein Kind aus dem Waisenhaus adoptierst, spricht mit Konstanze, blablabla. Ich habe ja schon mein Kind gefunden, ich muss es nur wieder suchen. Oder ich kenne mein Kind schon, das ich aber adoptieren möchte, mit meiner lesbischen Frau zusammen. Und die werde ich dann auch suchen und finden und dann, ja, wird sie für mich Adam sammeln. Adam, ganz viel Adam. Dann mache ich irgendwo unter einem See, baue ich dann ein Haus und dann wird das Rapture heißen. Na schade, leider geht das nicht. Auf dem PC würde es natürlich funktionieren. Aber so nicht. So nicht. Leider. Ich dachte, das ist schon wieder ein Drache. Kann ich eigentlich die Vögel abschießen? Ich glaube nicht, dass ich die überhaupt jemals treffen werde. Aber wäre cool, wenn man so einen Vogel mal treffen würde, ne? Naja. Wir werden erstmal das Lehm wegbringen. Weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt noch in der Tasche habe. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. So. Lehm AD. So. Ja, wenn wir jetzt noch die Rüstung loswerden, dann können wir wieder eine Menge tragen, würde ich sagen. Haus Seeblick. Ach ja, mein Eigenheim, gebaut von meinen eigenen Händen. Ich bin eine Heimwerkerin. Da fällt mir ein, in diesem einen Video habe ich es als Heimwerker bezeichnet, aber ich bin ja eine Heimwerkerin. Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. So, mein etwas dekoriertes Haus ist ja schon recht schön und so. Haben wir hier noch irgendwo etwas, wo ich meine Rüstung ablege? Ah, genau.